Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Neuzugänge im April und sie sind relativ schmal ausgefallen, was zum einen daran liegt, dass natürlich die Möglichkeiten jetzt begrenzt waren. Ich konnte zwar sehr viel bei unserem örtlichen Comicladen kaufen, unter anderem eben auch Romane, weil die eben noch eine kontaktlose Abholung angeboten haben, was echt toll lief. Und ansonsten habe ich auch die Online ziemlich viel genutzt. Deshalb ist es echt nur ein kleines Stäbchen diesmal, aber das ist halt auch mal ganz gut für den Sub. Einen kleinen Werbeblock habe ich noch für euch. Und zwar findet heute Abend ab 18 Uhr unser Book O'Clock Stream statt. Auf dem Kanal von Shopping for a Moon reden wir über meine Schwester, die Serienmörderin. Seid also ganz gern dabei, falls ihr Lust habt. Und wir werden auch darauf aufpassen, dass wir fertig werden, bevor dann um 19 Uhr der Kingsiana Stream stattfindet. Also könnt ihr heute Abend einen buchigen Abend hier auf YouTube verbringen, wenn ihr das wollt. Und damit gebe ich zurück an Vergangenheits-Isa. Meine erste Comic-Bestellung bestand dann auch wirklich aus Comics. Und zwar habe ich mir von Go Tanabe die Farbe aus dem All bestellt. Dazu sollte jetzt auch ein Film kommen, aber wie das jetzt ist, weiß man ja immer nicht. Das ist die zweite Manga-Adaption von H.P. Lovecraft, die Go Tanabe hier in Deutschland veröffentlichen konnte. Im Original hat er aber auch noch einige andere Bände rausgebracht und der kam hier jetzt, glaube ich, im Februar und ich habe ihn jetzt endlich gelesen. Es geht hier um einen Farmer, auf dessen Farm ein Meteorit einschlägt. Und daraufhin wird alles wirklich ins Unglück gestürzt, denn die Masse, die dort auf seinem Feld eingeschlagen ist, hat etwas Unheimliches an sich und hat dann eben auch so einige Auswirkungen. Und es ist ein Horror-Manga und er ist einfach großartig. Go Tanabe hat ja diesen nicht ganz typischen Manga-Stil. Also es ist eine Mischung aus Manga und eher westlichem Stil und alles in diesem tollen Schwarz-Weiß gehalten. Und es wirkt einfach alles so toll, unheimlich. Ich habe es geliebt und kann es euch nur empfehlen. Der erste Band war eine Kurzgeschichtensammlung. Hier handelt es sich aber um eine fortlaufende Geschichte, die sich durch den ganzen Manga zieht. Kann ich sehr empfehlen, nicht nur für Horrorfans, denn es ist natürlich ziemlich unheimlich, aber ich finde, in Comicform ist es immer noch mal was anderes als zum Beispiel im Film und ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Dann habe ich von Olivia Viehweg Endzeit bei mir einziehen lassen. Das wurde inzwischen auch verfilmt. In dieser Graphic Novel geht es darum, dass in Thüringen eine Zombie-Seuche ausgebrochen ist und wir begleiten zwei Mädchen, die sich mittendrin befinden und sich in einer Zone befinden, in die eigentlich gar kein Mensch darf. Und zwar ist es ein Transport zwischen Weimar und Jena und dort darf eigentlich kein Mensch hin, damit das Ganze eben von Zombies befreit bleibt. Aber diese beiden Mädels treffen sich ausgerechnet in diesem Zug und ich habe es noch nicht gelesen, deshalb kann ich euch an der Stelle noch nicht mehr dazu sagen, aber ich freue mich sehr drauf. Der Comic sieht echt toll aus und dieses Cover allein ist schon so super, super schön und ja, ich habe da sehr lange mit geliebäugelt, aber ich dachte mir, ich hole mir das jetzt und unterstütze meinen Comicladen ein bisschen. Aber das habe ich dann eben nochmal in einer zweiten Bestellung getan, die ich euch jetzt auch noch zeige. Und zwar ist eine Neuerscheinung oder Neuauflage, besser gesagt, bei mir eingezogen, nämlich Wurfschatten von Simone Lappert. Ich mochte ja Der Sprung schon sehr, sehr gern und jetzt kam ein Roman, den sie eigentlich vorher rausgebracht hat. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Verlag. Auf jeden Fall kam der jetzt nochmal bei Diogenes raus und das will ich wahrscheinlich mit Monja lesen. Und hierin geht es um eine Schauspielerin, die scheinbar eine Angststörung hat und sie konnte schon länger ihre Miete nicht bezahlen. Deshalb bekommt sie von ihrem Vermieter einen Mitbewohner aufgedrückt und das ist jemand, den sie erst überhaupt nicht leiden kann und nach soll sich aber eine Liebesgeschichte entwickeln. Ich bin sehr gespannt, ich bin mir sehr sicher, dass das keine ganz typische Liebesgeschichte sein wird und wie gesagt, es ist ein etwas dünneres Büchlein, ja, um die 230 Seiten. Ich bin super gespannt. Ja, dann ein Buch, das ich jetzt eben schon beendet habe. Und zwar Spinner von Benedikt Welz. Es geht um einen Schriftsteller. Er ist ziemlich jung. Das ist auch ein Buch, das Benedikt Welz im Alter von 19 Jahren geschrieben hat. Unser Protagonist ist 20 und
Er führt ein sehr einsames und depressionsgeladenes Leben. Er wohnt in einer winzigen Souterrain-Wohnung und schreibt eigentlich fast den ganzen Tag nur. Auf der anderen Seite hat er eben auch ein Praktikum bei einer Zeitung. Bei diesem Praktikum ist er aber gefühlt sehr leidenschaftslos. Wir begleiten ihn in diesem Buch aber über eine Woche, in dem, glaube ich, so viel passiert ist wie im letzten Jahr nicht in seinem Leben. Und daran sind eben auch seine Freunde schuld, die mit ihm ja, abends los ziehen und dort erleben sie sehr skurrile Dinge. Und dieses Buch wird ja oft kritisiert, dass man eben merkt, dass es noch nicht so reif ist wie die späteren Werke von Benedikt Wells, aber es hat mich wirklich ins Herz getroffen. Anders kann ich es nicht sagen. Es hat einfach so viel von dieser Zeit, wenn man 20 ist. Auf der anderen Seite hat es aber schon so einige Lebensweisheiten in sich und es gab einfach so schöne Stellen in diesem Buch. Und ich würde fast sagen, dass das jetzt mein zweitliebster Wels ist. Ich habe es total geliebt und das habe ich auch mit Monja gelesen und wir waren beide verliebt. Das war sehr schön, wenn man dann abends schwärmen konnte und wir haben dann auch ein bisschen davon geträumt, eines Tages wieder zu einer Lesung zu dürfen. Vielleicht sogar zu Benedikt Wells und ja, ihm dann zu sagen, dass wir seine Bücher so lieben. Ja, ich hoffe sehr, dass es eines Tages Wirklichkeit wird, aber ich mochte den Spinner unheimlich gern. Und dann haben wir hier noch einen Autor, der auch schon mal was geschrieben hat, was mich total begeistert hat, und zwar Psychose von Blake Crouch. Blake Crouch kannte ich davor aus Dark Matter. Das war ja so eine Dimensionsreisegeschichte, auch mit einem tollen wissenschaftlichen Hintergrund, die mich total abgeholt hat. Und hier haben wir jetzt eine Thriller-Reihe von ihm. Ich glaube, vier Bücher sind in dem Rahmen schon erschienen. Ich weiß gar nicht, ob der vierte der letzte Band ist. Ja, es ist eben ein Thriller und es geht auch um einen Ermittler. Es geht ja, um einen Secret Service-Agenten, der zwei Vermisste aufspüren soll. Und prinzipiell hätte mich wahrscheinlich der Klappentext gar nicht so gehabt. Aber diese Cover sind der Hammer und ich weiß eben, dass ich Blake Crouch echt cool finde und dachte mir, ich gebe mir das mal und ja, ich bin eben sehr verliebt in diese Cover. Ich finde die großartig und die Folgebände haben eben auch so coole Cover, eben auch schwarz-weiß, immer irgendeine Straße oder Landschaft und immer kopfüber. Ganz tolle Idee. Ja, und dann habe ich zum Schluss noch drei Dinge, die ich digital geholt habe. Und das erste ist von Jasmin Schreiber, Marianengraben als Hörbuch. Es geht hierin um eine junge Frau, also ich glaube, sie studiert gerade, ist irgendwie Anfang 20, würde ich schätzen. Und ihr kleiner Bruder ist vor einer Weile gestorben und sie konnte das nie so richtig verarbeiten. Und sie geht dann eben auch zu einer Therapie, glaubt natürlich auch, dass ihr das nicht hilft. Und in dieser Therapie wird ihr empfohlen, dass sie unbedingt zum Grab gehen muss, was sie eben auch schon sehr lange nicht gemacht hat. Und dann überlegt sie sich, wann sie da dann hingeht, ohne dass sie jemand sieht, und beschließt, nachts auf dem Friedhof einzubrechen. Dort ist sie aber nicht allein, denn ein älterer Herr hatte dieselbe Idee und so kommt es zu einer Zusammenkunft eines sehr skurrilen Duos. Und ich weiß noch nicht so ganz, ob ich dieses Buch zu Ende hören kann, denn es geht mir sehr nah und ich finde es sehr traurig. Auf der anderen Seite steckt da eben sehr viel Wahres drin. Also es ist schon ein gutes Buch, nur ich bin mir nicht sicher, in welchem Maß ich das vertrage. Also mal gucken, ich werde noch ein bisschen weiterhören. Vielleicht ist es auch was, das ich in gedruckter Form besser ab kann als in Hörbuchform. Aber ich finde, dass es sehr gut gesprochen ist. Und mir gefällt einfach diese Stimmung und natürlich spielt der Marianengraben mit seiner besonderen Tiefe auch eine Rolle in diesem Buch. Und ja, mal gucken, wann ich euch mehr dazu erzählen kann. Aber das war erstmal mein erster Eindruck. Und dann habe ich mir noch zwei E-Books geholt, die ich jetzt noch gar nicht gelesen habe. Und zwar einmal Edward Snowden mit seiner Autobiografie und zum anderen Die Maschine steht still. Wie gesagt, beide noch nicht gelesen. Ich kann nur sehr grob was dazu sagen. Die Maschine steht still ist ja ein Sci-Fi-Klassiker, ist ein super dünnes Büchlein, das aber auf Deutsch so schrecklich teuer ist. Also es ist wirklich so super, super dünn und es kostet irgendwie 15 Euro. Da war ich bisher ein bisschen geizig, aber für ein E-Book für 5 Euro dachte ich dann, ja, machen wir jetzt mal. Es soll ziemlich gut sein. Ich bin gespannt.
Ja, soll um eine Welt gehen, die eben genauso aussieht wie dieses Cover, dass eben Leute in so kleinen Zellen leben. Ich bin sehr gespannt. Ich werde euch natürlich mehr erzählen, wenn ich es gelesen habe, aber ich glaube, wenn ich jetzt mehr erzähle, ist da mehr Quatsch als Wahrheit drin. Von daher lasse ich es lieber mal. Und ja, das war's von meinen Neuzugängen. Mal ganz kurz und knapp und klein. Aber das ist ja auch mal ganz schön, wie gesagt, für den Sub. Und da ich aktuell eh sehr viel aus der Online lese und immer mal wieder ein E-Book und dann wieder ein physisches Buch, vermischt sich das eben auch und dementsprechend kommt gerade nicht so viel Neues rein. Aber ich hoffe, es war trotzdem was Schönes für euch dabei. Schreibt mir doch sehr gerne, welche Bücher da von euch ganz besonders interessieren und was bei euch zuletzt so eingezogen ist. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!